Wir sind hier im Eine-Welt-Laden. Es ist kein Ladenlokal, wie man sieht, im Eine-Welt-Laden der Kirchengemeinde Heilig Geist in Ratting-West. Wichtig ist uns zu informieren über den fairen Handel. Das tun wir in unseren Gruppierungen, das tun wir bei Informationsveranstaltungen oder mit einem Probier- und Informationsstand, zum Beispiel während der fairen Woche auf dem Wochenmarkt. Ich bin seit 30 Jahren dabei und mir liegt es am Herzen, dass man den Menschen in den ärmeren Ländern auch Perspektiven gibt, dass sie von ihrem Lohn auch gut leben können. Ich selbst war auch mal bei einer Kaffeelesung dabei, bei einer Kaffeeernte, und da habe ich gesehen, wie viel Arbeit das doch ist. Und das muss gerecht bezahlt werden. Das ist mein Antrieb. Wir stehen hier vor dem Hauptportal der Heilig-Geist-Kirche in Ratingen-West. Mein Name ist Ulrich Kern, ich bin der Pfarrer der Gemeinde und verstehe mich als Moderator des Fairtrades in die Gemeinde hinein. Wir sind ja sehr stolz, dass wir bereits zweimal durch das Erzbistum Köln ausgezeichnet worden sind als Fairtrade-Gemeinde. Und wir sind alle, und ich besonders, auch zufriedener Kunde. Der faire Handel dient ja auch dazu, mehr Gerechtigkeit in der Welt herzustellen. Fair ist ja gerecht. Ja. Genau so, so soll es sein. Und das setzen wir auch um, das versuchen wir zumindest. Mit ganz vielen verschiedenen Produkten. Hier haben wir zum Beispiel eine wunderschöne Palette mit unterschiedlichen Tüchern, die sehr guten Anklang finden, überwiegend Seide. Und wir fragen uns natürlich auch immer, wo werden die hergestellt, beziehungsweise wer macht sie? Und stellen uns vor, dass das richtig viel Arbeit ist. Und damit die Arbeit auch gut bezahlt wird und gut belohnt wird, sind wir diejenigen, die im fairen Handel darauf achten, dass auch die Löhne tatsächlich so entsprechend sind, dass die Menschen, die diese Waren produzieren, auch davon leben können. Ja, und mit dem Erlös, den wir dann von unserem Verkauf haben, unterstützen wir später Projekte, die wir uns aussuchen, und wir können also weiter unterstützen. Und über dieses Ziel freuen wir uns sehr und wir machen weiter.